Ja, hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge Inside Offseason. Wie das letzte Mal schon versprochen, heute sind wir beim ersten Eistraining dabei. Ja, und wir gehen jetzt gleich in die Arena rein und schauen den Jungs mal ein bisschen zu, wie sie sich machen mit dem frischen Eis und den Kufen. Und Tobi? Ja, heute wagen wir es selbst mal, ein bisschen aufs Eis zu gehen, weil wir reden immer so gescheit daher. Und heute sagen wir mal, wie schwierig das eigentlich ist. Ich bin jetzt hier gerade mit Ralf Herbst, einer im Prinzip schon Legende in Weiden. Ja, Ralf, wie ist es jetzt so, nach so einer ewig langen Zeit endlich wieder auf dem Eis zu stehen? Ja, an einem Punkt ist schon geil wieder aufs Eis, aber egal wie man Sommer trainiert, die ersten zwei, drei Tage, da fühlt man sich einfach immer schlecht. Ja, man sieht es ja schon an, dass trotzdem anstrengend war, aber im Prinzip ist es trotzdem wieder ein gutes Gefühl, auf dem Eis zu stehen. Ja, ist besser auf jeden Fall wie draußen irgendwie auf der Tatanbahn Runden zu rennen. Also, aber bei der Temperatur ist egal, ob in der Eishalle oder draußen, jeder muss schwitzen. Ja, du hast es mir im Prinzip schon ein bisschen vorweggenommen. Wie schaut ein bisschen so dieses typische Training im Sommer für dich aus? Ja, wir haben unsere Trainingspläne vom Trainer. Wir haben da unsere Krafteinheiten drauf, Ausdauereinheiten und Mobilität, dass jeder trotzdem beweglich bleibt, weil die ersten Tage nach dem Eistraining ist immer ein bisschen ziemlich steif danach. Gut. Ja, es kommt ja noch eine kleine Besonderheit jetzt heute auf Daniel und mich zu. Deswegen die Frage an dich: Was kannst du mir für Tipps geben beim Penaltyschießen? Oh, du kennst meine Penalties. Einen Puck nehmen und spätestens von der blauen einen Schlagschuss machen. Probier's. Obwohl das Eis schlecht ist, na, ist egal, was du machst, scheiße. Okay. Gut. Vielen Dank, Ralf. Ja, du. Das soll gleich da bleiben. Wir brauchen ja noch ein paar Spieler. Ja, Marco, wie war für dich so die Sommerpause? Die Sommerpause war leider aufgrund meiner Verletzung saulang. Habe aber jeden Tag trainiert und jetzt bin ich echt froh, dass ich wieder aufs Eis gehen kann. Ja, du nimmst das mal schon vorweg. Wie ist es endlich wieder nach so einer langen Zeit für dich auf dem Eis zu stehen? Ja, super. Es ist zwar doppelt so anstrengend, sage ich mal, aber es ist einfach nur schön, für das lebt man ja als Eishockeyspieler und bin jetzt wirklich glücklich, dass ich wieder auf dem Eis stehe. Seit wann bist du jetzt in Weiden angekommen? Ich bin seit letzten Dienstag in Weiden, genau. Bin jetzt quasi eine Woche da. Habe alles übernommen, Wohnung, Auto, Kabine bezogen und habe bisher echt einen super Eindruck und freue mich echt, dass es jetzt losgeht. Ja, dann vielen Dank schon mal, Marco, für die ersten Eindrücke von dir. Neil, das erste Mal auf dem Eis. Wie war es denn so? Anstrengend. Anstrengend? Ja, war schon anstrengend. Also nach einer langen Sommerpause ist dann immer, also für, vor allem für mich, eine noch längere Pause ist dann echt anstrengend. Ja. Aber ich freue mich, dich hier wieder auf dem Eis zu sehen. Wie geht's dir jetzt nach dieser längeren Pause, du hast angesprochen, krankheitsbedingt? Sehr gut. Also ich konnte dann schon den ganzen Sommer normal trainieren und mich auf die Saison vorbereiten. Jetzt geht's wieder los. Sehr schön. Neil, momentan U20-WM in Kanada. Bist du aktiv in der Nacht auch dabei? Dein Bruder ist ja dabei, oder? Ja, ich habe zwei Spiele angeschaut, aber es war schon echt, da war ich schon fertig am nächsten Tag. Aber heute ist ja zum Glück um 18 Uhr unsere Zeit, deswegen ist es einfacher zum Anschauen. Okay. Ganz persönlich noch, Ziele für diese Saison, was hast du dir vorgenommen? Ja, dass ich jetzt das erste Mal wieder eine volle Saison spielen kann. Also ich habe die letzten zwei Jahre 10 Spiele gespielt diese Saison und jetzt will ich einfach wieder komplett durchstarten und mein Bestes geben. Alles klar. Danke, Nils Samanski, und viel Gesundheit, viel Glück für die Saison. Danke.
Naro, du warst jetzt das erste Mal am Eis oder im Sommer auch schon ein bisschen unterwegs gewesen auf dem Eis? Ja, ein bisschen, nicht ganz so viel. Der eine oder andere hat ein bisschen mehr Eiszeit zur Verfügung als die andere. Aber Sommer muss man selber schauen, wie man aufs Eis kommt. Aber wir waren ein paar Mal auf dem Eis. Wie war es jetzt heute? Ja, heute war gut, war hier das zweite Mal. Ein bisschen angewöhnt, die neuen Sachen natürlich. Ist immer ein bisschen anstrengend, aber ja, langsam kommt es schon wieder. Sag mal, weil du sagst, die neuen Sachen, wie lange dauert das, bis man die Sachen eingespielt hat? Ja, es liegt pro Person anders. Der eine mag jedes Mal neues Handschuhe, der andere mag nur einen Schläger jedes Mal. Der andere kann es ja nicht leiden oder der hat lieber die alten Sachen. Aber ja, ich würde sagen, so eine Woche und dann ist alles schon okay. Okay. Bist du in Weiden schon gut angekommen? Hast du schon ein bisschen was gesehen von der Stadt oder noch gar nicht? Ja, nicht ganz so viel. War beschäftigt mit der Wohnung natürlich, so ein bisschen einrichten, um mich daheim zu fühlen. Aber ja, langsam gehen wir in die Stadt rein und ich denke, die Jungs werden mir schon zeigen, was hier alles gibt. Du sprichst es an, neues Team, neue Leute um dich herum. Gibt es Leute, die du schon ein bisschen näher kennst von der Vergangenheit her? Ja, natürlich. Ich habe mit Tilschi zusammengespielt, Coach kenne ich natürlich auch und mit Assistent-Coach Masanac auch noch zusammengespielt. Rubisch kenne ich auch ein bisschen natürlich von gegeneinander spielen, kennt man jeder oder von irgendwo mal gesehen. Und ja, neues Team, weil von Anfang an bist du eine Familie und wir haben ja ein Ziel und das weiß auch jeder und das kann man nur zusammen machen. Und wenn wir das nicht zusammen machen, dann wird das schwierig. Du hast angesprochen, ein Ziel gibt es, nämlich ganz nach oben am besten. Ne? Ja. Gibt es für dich persönlich auch noch Ziele? Hast du dir irgendwas vorgenommen? Alles ist für die Mannschaft. Wir haben zusammen, wie gesagt, ein Ziel und natürlich hat man persönliche Ziele für dich selber, aber mir geht immer die Mannschaft vor und darum geht's. Und wenn die Mannschaft Erfolg hat, dann werden die Einzelspieler auch Erfolg haben. Dann sage ich vielen Dank, Naro Nachtsam, und ich wünsche dir eine verletzungsfreie und gute Saison. Ja, vielen Dank. Ja, das war's mit der heutigen Folge Inside Offseason. Wie ihr gesehen habt, es ist immer leichter zu reden, als selbst da auf dem Eis zu stehen. Oder, Daniel? Ja, wobei man schon sagen muss, das Eis war natürlich glatt heute und auch ein bisschen stumpf irgendwie. Und da hat schon viel mit reingespielt, dass wir natürlich dann nicht getroffen haben. Ja, es gibt eben diese Sportler, die auch nach jedem Spiel die Ausreden haben. So sind wir nun mal. Für heute war es das. Einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge habe ich noch. Und zwar gibt es dann ein Gespräch mit Sebastian Buchwieser und Jürgen Rumrich zum Vorbereitungsprogramm und zum weiteren Verlauf der Saison. Ja, in diesem Sinne, macht es gut und wie immer, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren und liken.